Hallo an das Löwe-Kollektiv. Ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft und somit zu der Februarübersicht. Wir schauen, was auf alle Löwen im Sonnenzeichen, Mondzeichen und Aszendenten im Februar zukommt, was sich zeigt und mit was du rechnen darfst. Du weißt natürlich, es ist eine kollektive Kartenlegung. Bitte alles auf deine persönlichen Themen umlegen. Wir schauen uns den Februar an und da Valentinstag bald vor der Tür steht, siehst du unten eine Legung, die ich speziell angefertigt habe, die Du- und Ich-Legung für dich ganz persönlich. Da geht es um eine Verbindung zu einer anderen Person, egal ob in der Liebe, Freundschaft oder Familie. Und natürlich auch Hinweis zu allen privaten Kartenlegungen, Heilsitzungen, Coachings oder aber auch Readings. Dort findest du alle Kartendecks. Und von mir noch ein herzliches Dankeschön an euch alle. Vielen Dank für die ganzen Likes, Abos und liebevollen Kommentare. Vielen, vielen Dank. So, und ich verbinde mich mit dem Löwenkollektiv. Ich verbinde mich mit dem Löwenkollektiv. Sonnenzeichen, Mondzeichen und Aszendent. Und den Monat Februar 2023. Was kommt auf die Löwen zu? Was darf ich weitergeben? Du weißt, erst gibt es den energetischen Blick und der der zeigt mir gerade. Ich sehe eine Situation auf einem Art Jahrmarkt oder irgendwie eine Kirmes, wo mehrere Menschen sind und man von der Energie eher so ein Kollektiv ist, man ist nicht sehr fokussiert, man trott so dem, das kann auch so eine Fußgängerzone sein, ja, man geht mit der Menge mit und auf einmal bleibt man stehen und man bekommt eine Erkenntnis. Es wird auf einmal glasklar bezogen auf eine Sache, weil du in dieser Menge etwas siehst oder im Schaufenster oder ich sehe ein Karussell, was auch immer, auf einmal wird dir etwas klar. Und das mag dich für einen kurzen Moment erschrecken, weil auf einmal diese Klarheit da ist. Ich habe einen unglaublichen Kopfdruck, spüre ich, sehr viele Gedanken, sehr viel, vielleicht auch Karussell im Kopf. Das ist so die Energie, die ich wahrnehme. Eine Erkenntnis erwartet dich. Mit welchem Thema, mit welcher Energie kommst du denn vom Januar in den Februar? Ernsthaft? Drei? Boah. Okay. Wow, zwei große Arkana. Der Herrscher, der Tod. Ritter der Kelche. Es kann gut sein, dass sich einiges für dich im Januar getan hat. Es kann sein, dass du über sehr viele Dinge nachgedacht hast und besonders ein Thema immer wieder in deinen Gedanken auftaucht. Und jetzt ist es so, du hast vermutlich gegen Ende Januar dich dafür entschieden, dieses Thema anzugehen. Du gehst in die Bewegung, denn du möchtest jetzt Klarheit, eine Lösung und dadurch, dass dir etwas klar wird, nimmst du die Sache in die Hand. Du reitest in eine Veränderung. Also mit dieser Energie kommst du hier in den Februar rein. Eine Energie von Motivation, etwas und ein gewisses Thema angehen. Ich sehe hier die Sonne, das Gelb leuchten, also wieder mehr Lebenskraft. Vielleicht geht es auch um eine Reise planen. Oder es geht darum, Dinge in die Hand zu nehmen. Wir haben hier zweimal das Pferd und die Bewegung. Du bist entschlossen, eine Sache anzugehen. Etwas, worüber du dir schon länger Gedanken machst. Es kann sein, dass es mit einer weiteren Person, also deinem Gegenüber, zu tun hat. Es kann sein, also das ist, entweder geht es hier wirklich um dich selber oder aber es geht um die Beziehung zu einer Person. Etwas soll sich hier verändern, etwas soll hier
dynamischer werden. Du bist fest entschlossen, du hast das Gefühl, du hast jetzt alles gesammelt im letzten Jahr, aber auch im Januar, um die Veränderung jetzt wirklich in Gang zu setzen. Also du kommst mit einer motivierten Art, aber auch mit vielen Gedanken vom Januar in den Februar. Und wir schauen jetzt mal, was als nächstes auf die Löwen zukommt. Fünf der Stäbe. Sehr viel Planung, sehr viel Organisation, sehr viel Auseinandersetzen auf verschiedenen Ebenen. Es kann sein, dass du mit einer Person abschließt in Form von, dass du sie zur Rede stellst, dass du dadurch, dass du jetzt in so einer Antriebsenergie bist, kann es sein, dass du jetzt Dinge aufrollst und aufräumst. Sehr viel von, okay, jetzt packen wir das an. Auch unangenehme Dinge, die du so ein bisschen vor dir hergeschoben hast, da ist es so, das packst du jetzt an, du stellst dich den Themen und dadurch kommt ganz viel in Bewegung bei dir. Es geht hier darum, dass du gewisse Personen entlarvst, du auf etwas Neues hinsteuerst, dich dafür einsetzt, also das, was du hier auch jetzt angehen möchtest, so setz dich dafür ein. Du stehst zu deinen Meinungen und das wird gut gehen. Also du bekommst diese Energie, du spürst diese Energie und das gibt dir viel zurück an Kraft und ja, weiterhin Motivation am Ball zu bleiben. Was ist denn das Hauptthema für die Löwen? Vom Gefühl soll noch einer raus, das Hauptthema. Drei der Schwerter und der Narr. Nun, hier geht es darum, ja, ganz viele Sachen zu klären, aufzuräumen. Und das kann natürlich auch sein, dass hier Dinge dabei sind, die ein bisschen schmerzhafter für dich waren. Es geht darum, wieder in die Leichtigkeit zu kommen, ne? Du sollst hier aufräumen, du sollst hingucken, was läuft aktuell nicht gut in deinem Leben. Was soll besser laufen? Wo möchte mehr Leichtigkeit in dein Leben? Besonders bezogen auf Freundschaften, Verbindungen und die Arbeit. Wo haben dich Menschen gefühlt im Stich gelassen? Ne? Also trübe Gedanken, welche Menschen versetzen dich immer, ja, in eine negative Stimmung? Welche Menschen sind hier wirklich reich für dich und das auf emotionalen Wert, also mit welchen Menschen, was tut dir hier gut? Eine positive Nachricht von jemandem, entweder bezogen auf Geld oder von einem Menschen, der sehr wertvoll auf irgendeine Art und Weise für dich ist. Das kann ein Geschäftspartner sein, das kann hier aber auch ein dir nahestehender Mensch sein. Der wird mit einem Angebot, einem Geschenk, einem Scheck oder eine gute Nachricht auf dich zukommen und das löst die trüben Gedanken auf. Das bringt dich auch weiterhin in die Leichtigkeit, was wirklich dein Hauptthema ist für den Februar. Es darf hier in die Leichtigkeit gehen und alter Schmerz darf hier losgelassen werden. Wir schauen mal, was hier die Gefühle sagen. Die Gefühle im Februar für die Löwen, aber auch hier schon ein Rat des Universums für dich. Page der Stäbe. Page der Stäbe zeigt hier, dass du, wie gesagt, motiviert bist. Du bist sehr on fire. Du bist in deinem Feuerelement. Du möchtest viel bewegen. Es kann sein, dass du viel mehr in Kommunikation trittst mit Menschen als zuvor. Passt natürlich, weil du sehr viele Dinge hier regelst. Unverhofftes Geld, dadurch, dass dir etwas passiert, du hast das Gefühl, du bist auf dem richtigen Weg. Das kurbelt dich an. Hier, großes Glück. Du spürst, okay, es ist an der Zeit, etwas aufzurollen. Du hast große Ansprüche, hohe Erwartungen, aber du wirst gepusht von dieser positiven Energie. Und ich merke, wie wirklich dieser Kopfdruck nachlässt. Und du hast Klarheit, du weißt jetzt, was du ansteuern kannst, du schickst deine ganze Energie dahin. Also für dich ist es wirklich so ein kompletter
Turnaround. Du gehst sehr viel ins Handeln, sehr viel in die aktive Energie, sehr viel in die Yang-Energie, weil du Dinge umsetzt und du bist höchst motiviert und hast auch die Kraft endlich dafür. Falls du jemand warst, der wirklich die letzten 2 bis 3 Monate in einer Lethargie-Stimmung warst, in einem Gefühl davon, wird sich dies hier komplett transformieren. Und wir schauen mal, was hier die Orakelkarte, die Botschaft vom Universum für die Löwen, für den Februar. Was ist hier die Botschaft? Die habe ich gerade schon, ist die gerade schon mal kurz, wollte sie raus, jetzt ist sie raus. Ja, die Erdschule. Life Lessons, Wachstum, Studieren. Higher Learning, also, ne, das passt hier. Du hast hier richtig Speed, wie eine Rakete, tauchst du hier in etwas ein, vor allen Dingen in deine Kraft. Lernaufgaben, denen du dich jetzt stellst, alte Dinge, die abgeschlossen werden möchten. Du bist am Aufräumen. Das ist eine sehr schöne Energie. Du kriegst hier wieder Schwung und ja, nutze es aus. Lass dich antreiben. Du bist wie ein Motor, der auf Hochtouren fährt. Und das aber, weil er es möchte. Liebe Löwen, ich wünsche dir einen wunderschönen Februar. Und vielleicht macht es Sinn, zwischendurch mal hier im Laufe des Monats nochmal reinzugucken, damit du dir hier immer wieder einen Impuls abholen kannst oder das Gefühl, ja, ein gutes Gefühl dir abholen kannst. Vielleicht willst du auch mal schauen, ja, was dein Aszendent oder wie gesagt Sonnenzeichen oder dein Mondzeichen ist oder was dein Gegenüber für ein Thema hat, dann schau einfach mal bei den anderen Videos vorbei. Alles Liebe für dich und bis ganz, ganz bald. Mach's gut.